Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Vorab möchte ich einmal anmerken, dass es heute zu größeren Störaktionen durch Miauen und Schnurren kommen kann, weil Simba heute extrem anhänglich ist. Nur mal so nebenbei. So, und heute geht es mal wieder um einen gelösten Fall, und zwar um den sogenannten Salatbar-Mord in Köln. So war zumindest der Arbeitstitel bei Aktenzeichen XY. Das Opfer war die damals 24-jährige Anke Schäfer. Sie wurde am 19. September 1982 geboren. Tattag war der 22. Juli 2007 und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 13.12.2007. Die Familie Schäfer hat eine Bäckereikette in Lingen in Niedersachsen. Diese heißt Schäfers Brotstuben und diese Kette gibt es auch heute noch. Anke hatte aber anscheinend andere Pläne, denn sie ist zu ihrem Bruder nach Köln gegangen. Die beiden hatten im Australienurlaub sogenannte Salatbars gesehen und waren begeistert davon und beschlossen dann selber eine zu öffnen. Das einmal zur kurzen Vorgeschichte. Ich beziehe mich zuerst einmal wieder auf die Darstellung bei Aktenzeichen XY, ergänzt mit weiteren Informationen von der Sendung Brisant, wo der Fall auch einmal vorgestellt wurde. Am 23. Juli 2007 gegen 7.55 Uhr kommt ihr Bruder Ralf bei der Salatbar an und wundert sich, dass der Schlüssel für die Eingangstür der Salatbar außen noch steckt. Der in der Aktenzeichen XY genannte Name Ralf des Bruders ist übrigens sein echter Name. Nur nochmal so als kurzer Hinweis. Er ruft nach seiner Schwester, weil er sich wundert, dass sie schon so früh im Betrieb ist. Dann entdeckt der Bruder eine Zigarettenkippe auf der Theke. Diese ist wohl verglüht und hat laut der Darstellung ein dickes Brandloch hinterlassen. Auf anderen Bildern, in anderen Zeitungsberichten ist zwar diese Zigarettenkippe zu sehen, aber weder ist sie dort irgendwie abgeglüht, noch kann man dort irgendeinen Brand noch sehen. Das nur mal so nebenbei. Als er weiter nach seiner Schwester sucht, findet er sie blutüberströmt und tot in der Kühlkammer. Anke kommt, wie schon gesagt, aus Lingen in Niedersachsen, lebte aber bereits seit 5 Jahren in Köln. Und dort hat sie sich mit ihrem Bruder Ralf selbstständig gemacht. In der neu eröffneten Salatbar können die Gäste sich ihren Salat selber zusammenstellen. Und die Salatbar legt Wert auf frische und hochwertige Produkte und ist ein großer Erfolg. Am Donnerstag, dem 19. Juli 2007, fährt Anke mit dem Zug ins ca. 200 Kilometer entfernte Lingen, da am 20. Juli dort ein Cousin seine Hochzeit feiert. Aber die Hochzeit ist nicht der einzige Grund, warum Anke nach Lingen gefahren ist. Denn in Lingen wohnt auch ihr Freund, mit dem sie seit 3 Monaten in einer Beziehung ist. Das Wochenende verbringen die beiden dann bei Ankes Eltern. An diesem Samstagabend dieses Wochenendes sehen die Eltern Anke zum letzten Mal, denn sie stehen am nächsten Morgen früh auf, da sie in den Urlaub fahren wollen. Den Sonntag verbringt Anke dann auch noch in Lingen. Es ist der 22.07.2007. Am Abend bringt ihr Freund sie dann zum Bahnhof und sie nimmt den ICE, der um 19.44 Uhr von Lingen nach Köln fährt. Eine halbe Stunde später ruft ihr Bruder Anke auf dem Handy an. Sie teilt ihm mit, dass sie in gut 2 Stunden in Köln ankommt und dann noch ins Geschäft geht, um die Abrechnung und die Bestellung zu machen. Allerdings bricht laut Darstellung bei Aktenzeichen Y dann das Gespräch ab, da der Akku von Ankes Handy leer ist. Dies war dann das letzte Gespräch, welches ihr Bruder mit ihr geführt hat. Was dann genau passiert ist, lässt sich nur bruchstückhaft rekonstruieren. Anke kommt um 22.15 Uhr in Köln am Hauptbahnhof an. Das beweisen Bilder einer Überwachungskamera.
Um 22.25 Uhr durchquert Anke dann die Bahnhofshalle. Zuvor hat sie sich bei einem asiatischen Schnellimbiss etwas zu essen gekauft. Sie fährt dann mit der U-Bahn-Linie 18 bis zur Haltestelle Neumarkt und hat von dort noch 5 Minuten Fußweg bis zur Salatbar. Vermutlich kam Anke dann gegen 22.40 Uhr in der Salatbar an, die sonntags geschlossen hat. Warum Anke dann den Schlüssel zum Geschäft vom Schlüsselbund abnahm und ihn dann im Schloss stecken ließ, dafür gibt es keine Erklärung. Gegen 23 Uhr kommt eine Fußgängerin am Geschäft vorbei und sieht, dass Anke alleine ist und in einem Aktenordner blättert. Lauter Darstellung bei Brisant waren es 2 Zeuginnen, die Anke an einem der Tische alleine stehen sahen. Kurz darauf dürfte sie dann die Abrechnung für den Samstag erledigt haben. Die Einnahmen in Höhe von etwa 800 Euro legt sie in ein frei zugängliches Fach. Der Sinn ist, dass wenn es zu einem Einbruch kommt, die Täter das Geld mitnehmen, ohne die Kasse zu beschädigen. Es gibt dann verschiedene Theorien, was in der Salatbar passiert ist. Die eine Theorie lautet, dass es sich um einen Zufallstäter handelt, der den Schlüssel und die geöffnete Tür entdeckt hat. Aufgrund des Verhaltens ging der Kommissar aber davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat handelt und Anke gezielt als Opfer ausgesucht wurde. Als Anke dann vor dem begehbaren Kühlschrank steht und eine Einkaufsliste schreibt, nimmt sich der Täter aus der Küche ein Messer und sticht 11-mal auf sie ein. In der Darstellung bei Aktenzeichen Y wurde gesagt, dass es nicht klar ist, ob der Täter das Messer bereits mit sich geführt hat oder aus der Küche entnommen hat. Bei der Tatwaffe handelte es sich um ein sogenanntes Fleischermesser, ich glaube mit einer Länge von 16 bis 20 cm. Nach Geld sucht der Täter nicht. Stattdessen nimmt er Ankes Tasche mit. Darin sind enthalten ihre Kleidungsstücke und persönliche Papiere und ihre Geldbörse mit 20 Euro. Die Polizei vermutet dann, dass es sich hierbei für den Täter eventuell um eine Art Trophäe handeln könnte. Die Polizei stellt sich unter anderem die Frage, woher der Täter wusste, dass Anke sich an diesem Abend noch so spät im Geschäft aufhalten würde und warum er so unvorsichtig war und hat seine Zigarette zurückgelassen. Denn die Polizei findet an der Zigarette DNA-Spuren eines unbekannten Mannes. So, das war wie schon gesagt die Darstellung von Aktenzeichen Y, ergänzt mit Informationen aus der Darstellung der Sendung Brisant. Und in dieser Darstellung wurde noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass Anke einen einwandfreien Lebenswandel hatte und auch keine Feinde hatte. Bei der Besprechung in Aktenzeichen Y hakt Rudi Zerne noch einmal bei dem Kommissar nach, warum er denn von einer Beziehungstat ausgeht. Er begründet dies damit, dass kein Geld geraubt wurde und der erste Stich in den Rücken von Anke ging und Anke keine Gegenwehr gezeigt hat. Es wurden zu diesem Zeitpunkt 700 Leute aus dem Umfeld von Anke bezüglich der gefundenen DNA überprüft, aber es gab keinen Treffer. Dann kommen wir zu der Auflösung des Falls. Geklärt wurde der Fall 8 Jahre später im Jahr 2015. Und bis zur Aufklärung gab es folgende Verhandlungsmaßnahmen der Polizei. Mehrere tausend Handydaten, fast 4000 Anwohner und Stammgäste wurden überprüft und befragt. Und 1200 Speichelproben wurden freiwillig abgegeben. Außerdem besuchten die Beamten häufig die Lieblingsclubs von Anke, beispielsweise im belgischen Viertel. Trotzdem gab es keinen durchschlagenden Ermittlungserfolg. Also Anke war natürlich am Wochenende, wenn die Salatbar zu hatte, dementsprechend viel unterwegs und hat natürlich dann ganz einfach auch dort ihre Freizeit verbracht. Wie schon gesagt, 8 Jahre hat es gedauert, bis der Täter ermittelt werden konnte. Der 35 Jahre alte Tatverdächtige sitzt bereits wegen Diebstahls
und mehrfachen Schwarzfahrens in der JVA in Hamburg ein. Der Täter hat inzwischen ein Geständnis abgelegt. Ein Haftbefehl wegen Mordes ist bereits erlassen worden. Die DNA-Spur auf der Zigarette, die am Tatort gefunden worden war, hatte die Ermittler auf die entscheidende Spur gebracht. Bei der Pressekonferenz am Nachmittag gab die Polizei einige Details bekannt. So soll der Täter rein zufällig an dem Laden in der Gertrudenstraße vorbeigekommen sein. Da dort die Tür aufstand, betrat er den Laden. Als das Opfer schrie, soll der Mann zugestochen haben. Er erbeutete dabei nur einen kleinen Geldbetrag aus der Geldbörse der jungen Frau. Als Motiv nannten die Beamten Geldsorgen. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann im Kölner Umland gewohnt haben. Es laufe auch ein weiteres Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den 35-Jährigen. Weitere Details über den Mann wollten die Ermittler noch nicht preisgeben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie genau sind sie auf den Mann gekommen? NSA saß seinerzeit in Hamburg wegen eines Diebstahls in Haft. Das bekam die Polizei Köln mit. Sie suchte ihn wegen eines weiteren Diebstahls. Weil der 36-Jährige zudem schon häufiger wegen Betrugs, Schwarzfahrens und leichter Körperverletzung verurteilt worden war, entschlossen sich die Ermittler, NSA in der Hamburger JVA um die freiwillige Abgabe einer Speichelprobe zu bitten. Dies ist normale kriminalistische Arbeit bei Mehrfachstraftätern. NSA willigte ein und lieferte der Mordkommission damit den entscheidenden Treffer. Vor Gericht wurde er damals vertreten von dem Rechtsanwalt Andrija Pancic aus Hamburg und dem Kölner Verteidiger August Sanenkaya. Für den Prozess wurden 8 Verhandlungstage angesetzt und mehr als 30 Zeugen sollten gehört werden. Das Urteil wurde für den 8. September erwartet. Dem 36-Jährigen, also mittlerweile 36 Jahre alt, der zur Tatzeit mit seiner Familie in Altorf gelebt haben soll, droht lebenslange Haft. Und dann kommen wir zur Gerichtsverhandlung. Die Aussage des mutmaßlichen Mörders, einer Kölner Salatbarinhaberin, ist bei den Richtern auf Unverständnis gestoßen. Die Erklärung des Angeklagten, die sein Verteidiger im Kölner Landgericht vortrug, sei für die Kammer nicht nachvollziehbar, sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag. Sie lässt unter dem Strich mehr Fragen offen, als sie beantwortet. Zu Prozessbeginn am Montag hatte der Angeklagte die Tat vom Prinzip her eingeräumt und für Donnerstag eine ausführliche Aussage angekündigt. Der Verteidiger erklärte nun, sein damals spielsüchtiger Mandant habe der 24-Jährigen nichts antun, sondern nur Geld haben wollen. Als die Frau sein Messer sah, habe sie jedoch angefangen zu schreien. Beim Heben des Messers habe er sie versehentlich verletzt und ihr daraufhin weitere Stiche zugefügt. Alles in einer Bewegung. Also ich glaube, ihr könnt so ein bisschen an meinem Tonfall hören, dass diese Aussage nun so etwas von unglaubwürdig ist. Ja? Also wenn man sich das anhört, er habe nur Geld haben wollen, er habe ihr doch nichts antun wollen. Und wenn natürlich man jemandem nichts antun will, dann führt man normalerweise auch kein Messer mit sich und bedroht damit das Opfer. Und als Anke dann das Messer gesehen hat, hat sie angefangen zu schreien. Und beim Heben des Messers habe er sie dann versehentlich verletzt. Gut, man hebt dann ein Messer natürlich mit einem ganz gewissen Vorsatz oder einem ganz gewissen Grund. Und zwar hebt man es dann, um dementsprechend dann auf jemanden einzustechen. Und dann zu behaupten, er hat das Messer gehoben, sie dabei versehentlich verletzt und dann weitere Stiche zugefügt. Alles in einer Bewegung. Gut, man muss dazu wissen, dass Anke an verschiedensten Körperteilen
gestochen wurde von dem Messer, unter anderem auch im Gesicht. Und der erste Stich hat von hinten stattgefunden. Ja? Also nicht irgendwie, wie er es hier erzählt, dass er wahrscheinlich mit dem Messer auf sie zugekommen ist. Dann hat sie das Messer gesehen. Sie hat angefangen zu schreien. Er hat das Messer gehoben. Und dann hat er in einer Bewegung 11-mal auf sie eingestochen. Von vorne und von hinten. Das mag jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen sarkastisch oder zynisch klingen. Da hätte sich der Angeklagte, glaube ich, mal einen besseren Anwalt suchen sollen. Also das kann ihm doch nur wirklich niemand abnehmen. Und die Richterin sagte dann dazu, dem Opfer seien so viele Stiche und Schnitte zugefügt worden, dass dies nicht mit einer angeblich reflexhaften Handlung zu erklären sei. Außerdem sei kein Grund genannt worden, warum der heute 36-Jährige überhaupt ein Messer bei sich trug. Nachfragen des Gerichts wollte der Angeklagte dazu nicht beantworten. Kommen wir nun zum Urteil. Der 36 Jahre alte Mann erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und Diebstahls. Für das Gericht stand nach der Beweisaufnahme fest, dass der Angeklagte ursprünglich zwar nur in die Salatbar eingedrungen war, um Geld zu stehlen, aber als der Angeklagte die junge Frau entdeckte, verlangte er Geld von ihr. Sie habe ihn gebeten, ihr nichts zu tun, hieß es in dem Urteil. Dann bekäme er auch Geld. Dennoch habe der Angeklagte ein Messer gezogen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, sagte die Vorsitzende Richterin. Da habe ich jetzt aber ein kleines Verständnisproblem. Und zwar, es wird es wurde immer wieder gesagt, dass der erste Stich in den Rücken stattgefunden hat. Dann passt dementsprechend hier diese Darstellung nicht. Oder diese Darstellung ist irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, weil es ist soweit wohl festgestellt worden, dass der erste Stich von hinten kam, dass der Täter erst auf sie eingestochen hat mit einem Stich in den Rücken und dann das Weitere passiert ist. Dann gibt es in einem Spiegelartikel noch folgende Information. Tragischerweise litt das Opfer seit einer Tumorerkrankung in der Kindheit an einer Phobie vor spitzen Gegenständen. Beim Anblick des Messers habe sie vor Panik geschrien. Der Angeklagte, so resümierte das Gericht, befürchtete daraufhin, von Passanten entdeckt zu werden und stach zu. Insgesamt 11-mal traf er sein Opfer. Ins Gesicht, Brustkorb und Knie. Die Schwerverletzte sperrte er anschließend in den Kühlraum des Lokals, wo sie wenig später verblutete. Also irgendwie komisch, dass jetzt da nicht mehr von dem ersten Stich im Rücken gesprochen wird. Aber nun gut, Fakt ist, dass er 11-mal auf sie eingestochen hat. Und Stiche, die man nicht in einer einzigen Bewegung durchführen kann. Weil es vom Gesicht bis zum Knie runtergeht. Dem Versuch der Verteidigung, die Tat als Unfallgeschehen darzustellen, schenkte das Gericht keinen Glauben. 6 tiefgreifende Stichverletzungen sind nicht durch ein Herumfuchteln zu erklären, sagte die Vorsitzende Richterin. Und dann habe ich im Kölner Stadtanzeiger noch etwas gefunden, was den Anwalt für mich unmöglich macht. Dort heißt es, am Ende schraubte sich der Verteidiger sogar zur These empor. Hätte Anke Schäfer nicht geschrien, als sie das Messer sah, wäre sein Mandant nicht in Panik geraten und hätte auch nicht zugestochen. Das klingt wie Selbstschuld. Es kommt einer Verspottung des Opfers gleich. Dem kann ich nur zustimmen. Weiter heißt es dort, sicher, ein Anwalt muss sich im Gerichtssaal nicht beliebt machen, wenn er glaubt, seinem Mandanten damit zu helfen. Und nur das ist schließlich seine Aufgabe. Solange er sich an die Regeln hält, kann er beanstanden, interpretieren, nerven und zetern, so viel er will. Manchmal ist sogar genau das nützlich. Eines aber sollte er nie tun. Mit den Gefühlen der Hinterbliebenen spielen. Das ist verwerflich. Auch wenn das nicht in der Strafprozessordnung steht. So, das ist jetzt einmal die Falldarstellung und die Auflösung des Falls gewesen.
Ich komme jetzt nochmal zu dem mittleren Kommissar zurück. Der hat ja damals gesagt, dass einer von einer Beziehungstat ausgeht. Damit lag er ja falsch, denn sie war ein Zufallsopfer. Allerdings kann ich ihm diese Vermutung nicht verdenken. Denn als ich diese Darstellung zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch persönlich zu einer Beziehungstat tendiert. Laut einem Zeitungsartikel wurde sogar ihr Bruder eine Zeit lang als Täter in Betracht gezogen. Bei der gefundenen Zigarettenkippe soll es sich da um eine Mentholzigarette gehandelt haben. Das wurde aber nirgendwo erwähnt am Anfang, also auch nicht in der Aktenzeichen-Y-Sendung. Gut, jetzt möchte ich nochmal kurz auf dieses Geschäft zurückkommen. Also diese Salatbar. Also diese Idee mit der Salatbar war übrigens ein voller Erfolg. Die Filiale, in der die Tat passierte, gibt es heute noch. Mittlerweile ist eine ganze Kette daraus geworden und insgesamt gibt es 13 Filialen in Köln und eine in Bonn. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute aus der Community aus Köln oder Bonn schon mal in einer dieser Filialen gewesen sind. Und diesbezüglich habe ich eine Bitte. Wenn ihr Gast dort seid oder aufgrund dieses Videos eine der Filialen aufsuchen möchtet, insbesondere die, in der die Tat stattgefunden hat, sprecht dort bitte nicht über die Tat. Ich möchte mit diesem Video nur aufklären, dass der Fall gelöst wurde. Wie der Fall gelöst wurde, was passiert ist und wer der Täter war. Und auf keinen Fall irgendwie Unruhe in die Läden zu bringen. Und oder diese Geschichte bei den Gästen und dem Inhaber aufzulösen. Die Geschäfte werden weiterhin von dem Bruder von Anke geführt. Und aufgrund meiner mittlerweile recht großen Reichweite möchte ich einmal darauf hinweisen. Also bitte haltet euch daran. Also ich möchte jetzt keine Beschwerden bekommen von dem Betreiber, also von dem Bruder, dass dementsprechend es jetzt Probleme in seinem Laden gibt und er jetzt wieder mehrfach darauf angesprochen wird. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil nur unter dieser Voraussetzung kann ich dann dementsprechend auch solche Videos machen, wo ich dann etwas detaillierter auf das Umfeld und so weiter und so fort eingehe. Bitte haltet euch daran. So, das war es zu dem Fall. Ich habe euch nochmal so einige Links in die Beschreibung gesetzt zu den Berichten, falls ihr da nochmal ein bisschen nachlesen wollt. Das eine oder andere habe ich rausgelassen. Ich habe mich dann immer wirklich nur auf das Wichtige fokussiert, um das Video erstellen zu können. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.